Da kommt der nächste Ausgang. Oh, nö. Dann war das... Ach, Quatsch, das war ja hier oben. Ja, so ein Quatsch. Wir müssen ja erstmal runter in die... Geht's. In die Wäschegeschichte. Ich dumm Depp. Der dumm Depp, der dumm Depp, der dumm Depp, der 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 Depp. Nee, warte mal. War der nicht hier? Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Harvey unten noch. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich... Zu spät. Die Haare sehen cool aus. Na, das war ja was. Das war ja was. Können wir jetzt hier nochmal rein? Das ist mein neuer Kumpel, der Alumann. Er gab mir einen Kleiderbügel und Elektroschocks. Cooler Typ. Können wir die das jetzt einsammeln? So nicht. Ach, halt eben nicht. Na gut, dann runter und runter und hinter und runter und hier lang. Und ach. Blup. Das sieht egal. So, Moment. Ja, hier krabbelt. Da kommt der nächste Ausgang. Auf geht's. So. Auf geht's! So, so, wie ich es... Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Nein! Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Go oder Charles. Kopf. Es ist Kopf. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte... Halt, halt, halt! Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich... eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich hast du jetzt frisch gemacht, oder? Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Alles begann an diesem Tag. Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm.
Immer wenn ich das Schild, auf dem in großen Buchstaben "Ich verspotte dich, Tor" stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau er war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe tief. Ich glaube, dass wir nochmal jetzt zum Alumann müssen und vielleicht nochmal Schocks bekommen sollen oder sowas. Wäre jetzt so eine Idee. Da kommt der nächste Ausgang. Mhm. Und los geht's. Mhm. Ich meine, wir haben einen Topf, ne? Eisenrüstung hat er gesagt. Wir haben einen Topf. Eventuell, wir haben. Da kommt der nächste Ausgang. Verschiedene andere Dinge. Ich weiß nicht. Einfach jetzt nur so eine Idee gerade. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Zuckerrohrplantage, europäische Raumfahrtbehörde, Parallelogramm. Hallo Dri und Kutscher. Deine erste Zahnspange, Bodenfrost, ein Indianer aus Moby Dick. Du denkst an ein Parallelogramm. Ja, fast, das ist nah genug dran. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ja, aber da müssen wir nochmal hin. Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Hallo, Alu. Oh. Glaubst du es? Glaubst du? Probieren an. Du denkst an eine Zuckerrohrplantage. Hallo, Alu, alte Rinde. Oh. Glaubst du es? Glaub. Probieren an was denn? Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. Ja. Hallo, ich hab das Gefühl, wir müssen hier noch irgendwas machen. Probieren an. Du denkst. Warum sagt er hier immer, wir sind nah dran? Ich nutze meine Freunde nicht aus. Wer nimmt hier jetzt wen auf den Arm? Hallo, Alu, alte Re. Oh. Glaub. Probieren an. Du denkst an deine erste Zahnspange. Hallo, probier an. Du denkst. Oh, probier an. Du denkst. Es ist jetzt nichts dabei. Hey Alu, willst du telefonieren? Nein, danke. Ich habe eine Art Standleitung zu meinen Korrespondenten. Hast du Hunger? Ich brauche keine feste Nahrung. Ich ernähre mich von Das ist ja unglaublich. Ich habe mal einen Funkwecker verschluckt. Kannst du mir die Anmeldung für Therapie unterzeichnen? Ich könnte schon, aber es würde dir nichts bringen. Du brauchst die Unterschrift eines Psychologen. K-
Können wir jetzt mit dem Formular eventuell hochgehen und Dr. Marcells Unterschrift fälschen endlich? Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Nicht wirklich. Wenn du ein etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns Soll ich dir ein Tattoo machen? Oh ja, kannst du mir ein... Leider nein, dein Rücken. Haben wir jetzt hier was falsch gemacht? Ich meine, wir gewinnen jetzt das erste. Allerdings gewinnt Adrian das Ding immer zurück. Warte mal. Ja, wir sind gut genug, dass wir quasi immer, wenn wir, oder immer das, was wir auswählen, das gewinnt auch. Hey, Dicker. Ach so, warte mal, Stiesel. Stiesel, komm mal kurz her. Ey, na. Guck mal, können wir den Stiesel hier nicht ansplashen? Geht doch bestimmt, oder? Hey! 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 Was ist das? Du findest das wohl lustig? Yep. Mhm. Yep. Yep. Hey, lass das! Unterzeichnest du meine Anmeldung zur Therapie? Oh ja, Süße. Mit Brief und Siegel. Komm einfach rüber zu mir ans Fenster. Yep. Ich trau dir nicht. Vergiss einfach, dass ich dich gefragt habe. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Warte dort, ich komme runter. Es muss einen besseren Weg geben als den direkten. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ich benutze das als Ansporn. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist unmöglich. Außer Dr. Marcells Hosen. Vielleicht kann ich die Polizei zur Hilfe rufen. Hallo! Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey?
Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. In diesem Bild schweift Captain Unbrauchbar in die Ferne. In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an! Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Hallo! Niemand hört mich. Von hier oben sieht zwar alles aus wie Spielzeug, aber eine innere Stimme warnt mich davor, einen Schritt nach vorn zu tun, um danach zu greifen. Ein Spielzeugauto. Hol's mir. Ein Auto? Können wir mit dem dann flüchten eventuell? So, er hat ja was von einem, Er hat ja was von einem Blitzableiter erzählt. Wow. Wie ist... Hier sehe ich davon noch nichts. Das ist bloß die Antenne. Sieh her, Harvey. Hier kommt die Fernsehgebühr raus. Unglaublich. Du weißt einfach alles. Uff. Sieh her, Harvey. So umgeht man die Rundfunkgebühren. Naja, ich kenne auch andere Methoden. Okay. Auch nichts mehr wirklich, ne? Warte mal, können wir... Mist. Okay. Bullseye. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Buah. Alt und ungenießbar. Schade, ich dachte, wir können vielleicht noch irgendwas damit anfangen. Meine tollen Sachen gehören? Die gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Da können sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Ja, aber wenn wir jetzt dort runtergehen, wieder zu Adrian, einfach so, wie es jetzt ist, dann ändert sich doch erstmal nichts, oder? Also, wir haben ja nichts geschafft, was irgendwie jetzt anders ist. Ich würde ja gerne einfach nochmal hier diesen Stuhl benutzen, aber irgendwie lässt er uns ja nicht. Ich glaube, er ist auch so bereits gut isoliert. Hallo, Alu. Oh. Glaubst du an... Du... Ich meine, er fordert uns dann wieder heraus, dadurch ist er dann wieder der Erste dran und er selber wirft ja auch. Er hat ja auch die hellseherischen Fähigkeiten, also wir sind ja 1:1 jetzt mehr oder minder dran. Gibt ja jetzt nichts, was er sonderlich viel besser macht. So hat es uns der Doc oder der Alumann hat es uns ja auch so gesagt. Das sieht gefährlich aus. Egal. Wie schaffen wir das jetzt an dem vorbei?
Da kommt der nächste Ausgang. Kommissarin Edna Konrad, Aufzugsdezernat. Machen Sie den Weg frei. Wir müssen den Wäschelift auf Fingerabdrücke untersuchen. Netter Versuch, Frau Kommissarin. Aber der Lift befindet sich im Distrikt der Bahnpolizei. Wisst ihr, der ist ja immer noch... Ist ja immer noch nicht da. So, wie bist du? So. Zahl. Tatsächlich. Ah, jetzt ich. Ich tippe auf. Komm. Ja. Oh. Das heißt wohl noch ein Versuch. Ich will es noch einmal versuchen. So, komm. Zahl. Ah, jetzt echt. Das heißt ja. Ich will es so. Kopf. Tat jetzt echt. Tja, das hat noch. Warum verliert? Macht ihr. Ja. Dann ich auf den es gewicht hat und mein Alf ich dann was genau. Das ist die erste Information. Wie machst ich es? Alles begann. Ich kann mich, ich ripp es und immer auf von ein an was genau. Das ist jetzt eine zweite Information uns gegenüber. Ich gehe nochmal zum Prof. Zum Alumann. So, warte mal. Können wir die Pflanze hier noch kurz ein bisschen. Naja, nicht tätowieren, aber so ähnlich. Ja, sehr gut. Geht das hier auch? Ja, sehr gut. Dann muss das doch aber hier draußen auch gehen, oder? Oh, wir können so viel kaputt machen. Es ist immer ein Traum. Man mag es kaum glauben, aber ich bin gerade ein bisschen stehe auf dem Schlauch. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist zwar Kochwäsche. Gab's aber auch nichts, was wir noch. Wir können noch mal Hallo, mit dem Guten hier sprechen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein Er verwendet vieles. Man könnte... Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ne, Matthias, ein Stift für die Unterschrift habe ich ja. Der ist, das ist ja hier. Wir brauchen irgendwas, um uns an unsere Kindheit zu erinnern, damit wir dann Tempo morphen können mit Harvey. Es reicht aber nicht, Harvey auf den Stift anzusetzen oder Harvey auf aufs Diplom anzusetzen, sondern er sagt ja, dass wir irgendwas aus unserer Schulzeit brauchen. An das wir uns erinnern können. Und das müssen wir immer mit Harvey dann kombinieren. Damit er dann sagen kann, oh, hier, guck mal, und wir gehen in die Zeit zurück und dann lernen wir, wie wir Unterschriften fälschen können. Das ist richtig. Nee, Stift mit Formular habe ich schon probiert, oder? Da kommt dann, meine eigene Unterschrift bringt meine da nichts. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert.
Genau. Also wir müssen da erst lernen, die Unterschrift von Dr. Marcel herzustellen. Und dann können wir das damit quasi kombinieren mit dem Formular. Und dann können wir seine Unterschrift da drauf fälschen. Das geht schon. Aber zuerst brauchen wir, denke ich, hier so ein HW2 oder so, wo dann die Unterschrift drin ist. Und dann ist der Knopf hier. Naja, der Knopf hier ist zum Alarm geben. Den will ich nicht. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Okay, ja, Alarmknopf. Könnte eine Idee sein. Ja, hast recht, Matthias. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige. Edna. Hm. Und was jetzt? Nope. Scheint keine. Guck mal, Harvey. Ein. Ui. Ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au. Harvey, benimm dich. Hm. Aber gute Ideen. Gute Vorschläge. Alles gut. Hier haben wir ja auch nicht wirklich viel. Hier haben wir Spiegel, Lichtschalter. Licht. Licht! Wird's bald? Hm. Muss kaputt sein. Meinst der Schlüsselmeister, ob der was über den Knopf weiß? Okay, ja, können wir probieren. Hallo, Prinz. Was weißt du? Man kann. Nein. Ich muss weg. Grüß. Ich finde immer noch Spot hier oben cool. Und los geht's. Nee, richtig. Den Monitortyp zum Pinkeln bringen haben wir noch nicht geschafft. Dazu müssten wir aber eigentlich das Wasser auffüllen. Wahrscheinlich. Da kommt der nächste Ausgang. Also ist halt so eine Idee gerade. Hier kamen wir rein. Aber hier brauchen wir das andere. Nee, das bringt uns hier nichts. Hier war auch nichts Schulmäßiges. Vielleicht gar keine schlechte Idee, ja. Ich meine, die Wasserhähne haben wir schon überall auf. Hier gibt es keinen Lichtschalter, ne? Naja, okay. Warte mal, das ist eine gute Idee. Wir probieren es einfach mal, ja? Das ist, ja, hast du recht. Wir probieren es mal. Dann Licht. Haha, nee, hier können wir kein Licht ausmachen. Weil da kommen wir nicht raus zur Tür. Irgendwas, was uns hell macht? Naja, nee. Das reicht jetzt nicht, ne? Oha. Nee. Es ist zu dunkel. Ich kann nichts sehen. Gute Idee. Müssten wir eventuell noch mal gucken, ob wir was sehen. Aber wir können es ja erstmal probieren. So, warte mal. Nur der obligatorische bringt